Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Finale im High Roller Event. Gleich eines vorweg, der Finaltisch wird heute von Sport1 aufgezeichnet. Das bedeutet, wir kommen nicht wirklich zum Tisch und auch nicht den Spielern besonders nahe, versuchen aber natürlich für euch unser Bestes zu geben. Los geht's. 6 Spieler durften heute zum Finale wiederkommen. Sie haben sich nach einem packenden Tag 2 durchgesetzt. Allen voran der italienische High Roller Mustafa Kanit, der einen massiven Chip Lead vor sich stehen hat. Yesterday, I don't start with a really big stack, but everything was good. I get lucky against a friend and then just I had it most of the time and I get paid, so it was kind of easy day. I just play basically my cards, so it was a pretty good day. Bereits auf Platz 2 im Count liegt mit Christoph Vogelsang der erste Deutsche im Feld. Er konnte in seiner Pokerkarriere bereits über 6,3 Millionen Dollar an Winnings einfahren. 4,4 Millionen Dollar davon stammen von seinem 3. Platz beim Big One for One Drop in Las Vegas, bei dem das Buy-in 1 Million betrug. Den 3. Platz im Count belegt einer der beiden Kanadier an diesem Finaltisch, Samuel Chartier. Er saß bereits einmal an einem Finaltisch bei dieser WSOP Europe und zwar im 3K Sixmax. Dort wurde er allerdings nur 4. Vielleicht reicht es diesmal für mehr. Mit Fedor Holz auf Platz 4 im Count ist ein weiterer deutscher Spieler an diesem Finaltisch vertreten. Er ist sowohl live als auch online eine Institution. Ihm wird so gut wie alles zugetraut, natürlich auch der Sieg heute. Wir haben ihn um eine Zusammenfassung seines gestrigen Spieltages gebeten. Da ging es für ihn. Hoch und runter, langer Tag. War irgendwann auf 1 Million, glaube ich sogar. Hab dann einen großen Pot gegen Mustafa verloren. Und jetzt, seitdem ist relativ wenig passiert. Ich habe ziemlich tight gespielt. Und jetzt mal gucken, was so passiert. Wer ist dein stärkster Gegner, glaubst du? Ich denke momentan Mustafa, Christoph, beide stark. Der allerbekannteste Spieler an diesem Finaltisch ist mit Sicherheit der Weltmeister Jonathan Duhamel. Er sitzt zwar vor dem zweitkleinsten Stack, aber bereits gestern lief es für ihn. Pretty well. I mean, we made it to the money, so we can ask for more. I started the day, I was kind of a short stack a little bit. Nothing too crazy, but I had to make some moves. I got lucky in a couple of hands, was able to double up. Just enough chips to make it to the final table. Now there's 6 of us left, so anything can happen. Who do you think is your strongest opponent? Strongest opponent? I would say my boy is Sam Chartier because he's a good friend of mine. But obviously Mustafa has all the chips right now, so he's going to be the number one guy to go after him. So we'll see. Und dann wäre da noch der Belgier Davide Kitay. Zu ihm muss man eigentlich nichts mehr sagen, auch wenn seine 6 Millionen Dollar an Live-Winnings darauf verweisen, dass er es hier auch als Small-Stack ganz weit nach vorne schaffen kann. Auch er hat für uns seinen gestrigen Spieltag zusammengefasst. Yeah, it was really intense, very stressful, a lot of short stack, a big battle for the money. It was a big pay jump, 0 row to 85K. So I was really happy to make it. Do you have a special game plan for today? I know the short stack play and all this stuff. I just need to double up once and then I will try to go for the win. And who do you think is the strongest opponent on the final table? There are a lot of really good players, but I guess Mustafa Kanit is favorite because he got a lot of chip and a lot of skill as well. Es wird auf jeden Fall spannend, denn neben dem goldenen Bracelet geht es hier für die Spieler um 550.000 Euro an Siegesprämie. Allen ist bereits ein Preisgeld von 100.000 Euro sicher. 4 Spieler sind aktuell noch mit dabei im High-Roller-Finale und es scheint schon wieder nicht das Event der Deutschen zu sein, denn es ist ausgerechnet Fedor Holz, der sich auf Platz 6 verabschieden musste. Eigentlich war der Zufall ja auf seiner Seite, wie wir hier in dieser Hand sehen können, in der er mit 5ern gegen die Könige von Kitay läuft. Das Board bringt tatsächlich eine Straße und damit die Teilung. Wenig später war dann aber Schluss für Fedor. Jetzt das letzte, habe ich mit 5,5 BB, ein bisschen mehr, 19 Offsuit, bin ich all-in gegangen und Duhamel hatte Ass 7 und ich verliere. Ja. Richtiger Spot? Ich bin zufrieden, also ich habe noch ein Grinsen im Gesicht. So, es sah vielleicht unglücklich aus und es kann nicht immer alles funktionieren. Vorher hat dafür einiges geklappt. Wäre natürlich ganz schön gewesen, wenn eins von den 15 Malen mal gewinnt live, aber online hat es dafür immer ganz gut funktioniert, also bin ich nicht traurig. Dein nächster Stop? Ich werde versuchen, jetzt in den nächsten 2-3 Stunden einen Flug nach Malta zu kriegen, damit ich da EPT spielen kann und ein paar Freunde wieder treffen und dann geht's weiter.
Ja, und damit war nur noch ein einziger deutscher Spieler im Rennen, nämlich Christoph Vogelsang. Doch auch für ihn sollte die Reise nicht weitergehen. Er musste auf Platz 5 seinen Seed räumen. Ich hatte Top-Pair, hab gebettet, hab ein Tech Race All-In bekommen von Mustafa Kanit. Und ja, dann war ich halt Favorit, aber der Straight Draw ist gekommen. Und genau, so scheidet man dann aus dem Turnier. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut. Ich denke, wenn man dann verliert als Favorit, dann vergisst man häufig, dass man auch vorher im Turnier oft Glück gehabt hat. Und gerade in diesem Turnier war ich zweimal wieder down auf 75.000, noch gestern in der Endphase des Turniers auf dem Starting Stack und habe da dann halt auch viele All-In-Situationen knapp gewonnen. Und es ist klar, dass man dann auch manchmal als Favorit verliert. Und das sollte man halt nicht vergessen, wenn man irgendwie Pech hat. Das ist so, du hast schon das One-Drop, das Große, gespielt für 1 Million, jetzt für 25.000. Wie groß ist der Unterschied? Es ist eigentlich kein so großer Unterschied, denn die Spieler sind die gleichen. Auch ein 25.000 ist ja schon ein sehr hoher Buy-in. Und es verändert nichts daran, mit welchen Karten man bluffen sollte und wie man spielen sollte. Von daher, ich kann mich eigentlich auch immer, auch wenn jetzt der Buy-in eher niedriger ist in einem kleineren Main-Event oder einem Side-Event, kann ich mich eigentlich auch immer motivieren und spiele, glaube ich, genauso konzentriert, als wenn es jetzt das One-Drop ist oder so. Was ist denn dein nächster Stopp? Ich flieg nach Malta. Eigentlich hatte ich schon einen Flug, ich weiß noch nicht genau wann. Und dann spiele ich noch die Turniere in Macau im November. Wir haben einen Sieger und das kam so. Nachdem die beiden deutschen Spieler ausgeschieden waren, sollte es eine Weile dauern, bis es zum nächsten Mal Seed Open hieß. Und da hat es den Kanadier Samuel Chatrier erwischt. Er ist mit König 6 gegen Mustafa Kanits Paar 10 All-In. Das Board bringt ihm keine Hilfe und damit Platz 4. Yeah, second time this week. Hopefully next time is going to be better. Do you know what your next stop is going to be? It's going to be home tomorrow. And then we'll see. Und es spricht wohl Bände, dass es ausgerechnet Mustafa Kanit ist, der sich als nächster aus dem Turnier verabschieden musste. Obwohl als Chipleader in den Tag gestartet, hatte er letztendlich keine Chance gegen die hohen Blinds. Ihn trifft es mit Dame 5 gegen Ace Jack von Jonathan Duhamel. Nothing goes really good. I didn't see too many cards and like the all-ins I didn't hold for a huge one against Kitai and then like nothing. It's just the game, so it's fine. Are you disappointed now? When he's 13 big blind average, I cannot be disappointed. It's fine. I lose against two good players, so I can do nothing else. I've misplayed one hand, but for the rest I played really good, so it's fine. Dass das Heads-up nicht lange dauern würde, das war bereits im Vorfeld klar. Even in Chips saßen sich nun die beiden Doppel-Bracelet-Träger Davide Kitai für Belgien und Jonathan Duhamel für Kanada gegenüber. Und tatsächlich fiel bereits nach 30 Minuten die Entscheidung. Mit Bube 7 stellt Kitai All-In, Duhamel called mit einem Paar 7. Das Board bringt Kitai keine Hilfe und damit Jonathan Duhamel den Sieg sowie sein drittes Bracelet. Feels amazing. I mean, what can I say? Winning a bracelet is just the best feeling you can get when you play poker. And so get number 3 today. Never thought I would make it, to be honest. It was such a tough final table. Really happy, really happy. Could you give us just a short review of your final table? Yeah, well, I mean, it was really tough. 6 guys that were there, 6 really tough players. I knew it was going to be tough, not easy, that's for sure. So just came in ready. I slept well last night. Just want to play good, be lucky, see what happens. And it is what happened. I mean, I think I played pretty well, but I got lucky also. And so all those things combined made bracelet number 3. When did you realize you can really win it? That's a good question. Probably only when we got heads up and had some chips, because I never got the chip lead the whole tournament. And even when we got heads up, when we got heads up, it was almost 50-50. So at that point, I felt like I had a chance. But even when we were three-handed, I was third out of 3 in chips. And so I guess after the hand that I busted Mustafa, then after that I felt, you have some chips, you can play, you have a shot at winning. And yeah. How are you going to celebrate your victory? Yeah, for sure.
Probably not in Berlin, though. I mean, we're going to go have a great dinner tonight, drink some good wine and take it easy. But I'm flying back to Montreal tomorrow morning, play hockey with the buddies. So we're going to party in Montreal, that's for sure. We're going to party big time in Montreal. Und natürlich haben wir uns auch noch mit dem zweitplatzierten Davide Kitaj unterhalten. For sure, I'm disappointed. I regret some of my moves in heads up. But I cannot complain, you know, it was a big tournament, I could bubble many times, so I'm quite happy, yeah. Das war's für heute von unserer Seite. Wir melden uns morgen vom Finale im Main Event wieder bei euch. Bis dahin, macht es gut. Adieu.